Viele Grüße aus Berlin. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ihr habt in den letzten Wochen schon viel trainiert. Wir nähern uns langsam dem Finale. Ihr habt schon den Hanging Man und den Running Man gelernt. Heute machen wir die Ick-Jumps und den Fallback. Und so soll das Ganze aussehen. Und ich freue mich heute ganz besonders, die Sophia Tomalla begrüßen zu dürfen. Hi, alles klar? Hi erstmal. Ja, und selbst? Auch, super. Bisschen aufgeregt bin ich. Was lernen wir heute? Wir lernen heute den X-Jumps und die Fallbacks. Die da draußen haben das schon gesehen. Ich werde dir das nochmal vormachen. Mhm. Ich habe gehört, wir haben hier einen echten Tanzprofi, beziehungsweise ich habe dich gesehen bei Let's Dance 2010. Dankeschön. Ja, gewonnen habe ich, aber es ist ja eine ganz andere Art von Tanz. Richtig. Also, mal sehen, was uns heute erwartet. Ja, Paartanz und das, was ich mache, ist schon ein bisschen was anderes. Ich zeige dir, was wir lernen und dann nehmen wir den Schritt nachher wieder auseinander. Alles klar. Im Grunde sieht das nachher so aus. Wir lernen aber erstmal nur die X-Jumps einzeln und danach lernen wir die Fallbacks nochmal einzeln. Gut. Okay, alles klar. Also, wir haben vier Positionen. Theoretisch stehen wir etwas breitbeinig. Mhm. Die erste Position, wir würden springen, ganz genau, springen wieder nach außen. Und springen dann die andere Richtung nach hinten. Das ist schon alles. Das sind quasi die X-Jumps. Und okay, da müssen wir nur noch die Geschwindigkeit reinkriegen. Gut. Perfekt. Wir machen einmal die vier Positionen nochmal durch. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Okay, du bist schon viel schneller. Also werden wir einfach mit der größeren Geschwindigkeit weitermachen. Okay. Da das schon so gut funktioniert, machen wir einfach mal einen kompletten Achter durch. Okay. Ich zähle ein und dann machen wir komplett 8. Gut. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Hervorragend. Ja. Und damit wir jetzt noch die Fallbacks noch dazu machen, werden wir, nachdem wir die Position 1, 2, 3, 4, werden wir die 4 nicht mehr so springen, sondern mehr so. Also der ist mehr in der Luft. Dann haben wir Position 5, 6, 7, 8. Also die Positionen wären 1, 2, 3, 4. Aber auf dem vierten Fall lande ich mit dem rechten oben? Ja, also theoretisch ist es einfacher, dann von dieser Position in zu landen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du lernst schnell. Und ziemlich schnell sogar. Okay, gleiche Geschwindigkeit. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Okay. Funktioniert aber schon super. Okay, nochmal. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Ja? Okay. Okay. Okay, damit wir jetzt die Zählzeiten nachher mit der Musik zusammen hinkriegen, werden wir das jetzt auf 1 und 2 und 3 und 4. Also 1 und 2 und 3 und 4. Perfekt, wie immer. Und das machen wir einfach ein Achter komplett nach vorne. Alles klar. Okay? Gehen ein Stück zurück. So, und das nach vorne gehen. Okay? Also nochmal. Ich zähle nochmal ein. 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Perfekt. So. Sehr gut. Willst du mal mit Musik probieren? Gerne. Alles klar, Musik ab. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Hey. Super. Es hat wirklich super geklappt. Also wirklich richtig schnell gelernt. Erstmal danke an Sophia. Gern geschehen. Danke an euch. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr das zu Hause übt und hoffentlich klappt es dann auch so schnell wie bei der Sophia. Ja gut, ich bedanke mich erstmal für die vielen eingesendeten Videos. Macht weiter und ich sag mal, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Lights, see the band play.
Hier seht ihr noch einmal die Kernpunkte des X-Jumps und des Fallbacks. Nächsten Donnerstag bringe ich euch dann den Mr. X bei. Und jetzt seid ihr dran. Tanzt zum Track Delight von Jamie Barry und postet euer Video mit dem Hashtag NeoSwing in den Kommentaren. Alle eure Videos gibt es gebündelt auf justamotion.de. Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Ciao.